Ich bin Jasmin von Mainberry und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein iPad und Procreate nutzen kannst, um zum Beispiel eine Wandgestaltung für dein Kinderzimmer zu machen. Das kann zum Beispiel so aussehen und wie du das hier vorbereiten kannst, zeige ich dir jetzt. Auf meinem iPad habe ich mir natürlich auch die Pinterest-App geöffnet. Das ist die Quelle für Inspiration. Du kannst auch ein Splitscreen machen, indem du diese App hier in die Procreate-App quasi reinziehst. Dann hast du beide Apps auf einem Bildschirm. Ich finde das besonders praktisch. Als Suchbegriff habe ich einfach Kinderzimmer Giraffe angegeben und es kommt ganz, ganz viel Inspiration. In meinem Fall habe ich ja hier eine leere Wand, wo eine Giraffe gut drauf passt. Deshalb habe ich mir jetzt in diesem Fall eine einzelne Giraffe hier zum Beispiel ausgesucht und aus diesem Motiv kann ich mir jetzt die Form abzeichnen, damit ich eine schöne Vorlage habe, die ich mir dann hier auf dem iPad zurechtmalen kann. Die Giraffenkontur skizziere ich jetzt auf das Foto von meinem Kinderzimmer. Das habe ich mit einem HB-Bleistift gemacht, den findest du unter der Kollektion Skizze bei Procreate. Und was auch wichtig ist, ist, dass es eine getrennte Ebene ist. Das heißt, ich habe das Foto auf einer Ebene in Procreate und die Giraffe auf der anderen. Ich kann so zum Beispiel auch mit dem Pfeil dann umpositionieren oder gucken, ob sie kleiner vielleicht besser aussieht oder noch größer. Das ist nämlich der Vorteil, wenn es auf getrennten Ebenen ist. Ich habe für die Skizze noch die Flecken meiner Giraffe ergänzt und auch hier noch ein paar schöne Blätter. Und so würde jetzt meine fertige Skizze aussehen für die Wand. Wenn du jetzt beispielsweise nur deine Skizze einmal exportieren möchtest zum Ausdrucken oder einfach um sie separat zu haben, dann kannst du einfach deine Fotoebene deaktivieren. Du kannst einmal deine Leinwand vertikal positionieren und die Giraffe dann auch mit dem Auswahltool einmal drehen. Wenn du hier auf Einrasten gehst, auf magnetisch zum Beispiel, dann kannst du ganz einfach sie auf 90 Grad positionieren und sie jetzt auch in der Größe so anpassen, dass du das gut drucken kannst oder halt einfach für dich so als einzelstehende Vorlage schon mal parat hast. Wenn du nur die Vorlage exportieren möchtest, dann gehst du hier auf das Werkzeugtool, auf Teilen und dann am besten als JPEG oder als PDF auf deinem iPad sichern. Ich möchte aber noch einmal besser sehen, wie das fertige Motiv dann auf meiner Kinderzimmerwand aussehen würde. Deshalb habe ich hier schon eine Giraffenpalette angelegt mit verschiedenen Beige- und Brauntönen und auch einen ganz dunklen Ton und auch einen schönen Salbeiton für die Blätter. Und jetzt werde ich einfach auf einer neuen Ebene das ganze Motiv ganz grob mir einmal schon draufmalen. Ich nutze also eine neue Ebene und als Pinsel nehme ich mir aus unserem Wildblumenset unseren Mainberry Buntstift. Der gefällt mir am besten und ich starte mit meinem Grundton. Wenn dir die Vorlage zu kontrastreich ist, dann kannst du hier natürlich die Deckkraft ein bisschen verringern, sodass du das noch gut sehen kannst, aber sie dir nicht im Weg steht. Auch die Blätter habe ich mir in Procreate einmal reingemalt, einfach in der Farbe, die dann der richtigen Farbe auf der Wand ähneln soll. Und so könnte dann die digitale Version aussehen. Ich kann hier die Vorlage, also die Skizze, die ich mir davor gemacht habe, ausblenden. Man sieht natürlich, dass es eine digitale Version ist, aber um sich das halt räumlich besser vorzustellen, finde ich das eine super Lösung. Du kannst auch die Ebene, auf der du dein Motiv gemalt hast, einfach in der Deckkraft so ein bisschen anpassen und gucken, ob es dann ein wenig realistischer aussieht, zum Beispiel so. Und dann suchst du, je nachdem, welche Farben du hier verwendet hast, suchst du dir eine Wandfarbe aus oder mehrere Brauntöne in meinem Fall und einen Salbeiton, der halt gut zu diesem Motiv passt. Ich zeige dir auch, wie letztendlich die fertige Giraffe im Zimmer wirklich aussieht und so ist sie. Also das ist ein echtes Foto aus dem Kinderzimmer. Ich finde, sie passt so gut in diese Kuschelecke und ich bin richtig, richtig glücklich, dass Susi für mich an die Wand gemalt hat. Dafür hat sie Acrylfarben verwendet und verschiedene Brauntöne angemischt und dieser Grünton ist eine Wandfarbe von Schöner Wohnen. Die habe ich auf der anderen Seite des Kinderzimmers auch nochmal an der Wand und deshalb war das super, um den Ton nochmal aufzugreifen. Aber ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. So kannst du dir nämlich vielleicht auch ganz gut vorstellen, wie bei dir so ein schönes Kunstwerk an der Wand aussehen könnte. Damit verabschiede ich mich. Wenn du mehr über Procreate wissen möchtest, haben wir einen super Kurs für dich und zwar den Procreate Basics Kurs. Den findest du in der Infobox.